Tut mir leid, Willi, dass ich dich noch einmal belästigen muss in deiner wohlverdienten ewigen Ruhe. Aber du solltest es miterleben, Willi. Über 350.000 Leute sind heute in Berlin und Millionen weltweit auf der Straße. Die Bevölkerung fast aller europäischen Staaten ist mit überwältigender Mehrheit gegen diesen Krieg. Und mit etwas Demokratieverständnis müssten doch jetzt die Herren Blair, Berlusconi und Aznar endlich zurücktreten. Und Herr Aznar sollte sich vielleicht etwas weniger um das Öl im Irak, sondern mehr um das Öl vor der galizischen Küste kümmern. Willi, wir haben dazugelernt. Wir wissen, wo und wie wir uns informieren müssen. Und auch wenn uns manche verhöhnen und als Gutmenschen abqualifizieren, sie verstehen nichts von Demokratie. Denn gewaltfreier Protest, Ungehorsam und Zivilcourage sind die wirkungsvollste Waffe einer Demokratie und ihr unerlässliches Regulativ. Das Niveau der Kriegspropaganda ist auf einem so tiefen Punkt angelangt, dass dieser Schwachsinn wehtut. Noch nie war weltweit die Friedensbewegung so motiviert, bereits vor einem Krieg wie heute. Noch nie wurden den Menschen so die Augen geöffnet über die Hintergründe dieses Schmierentheaters, die verlogene Propaganda, die allen Kriegen vorausgeht. Und auch wenn es einige unserer Politiker und Kommentatoren gebetsmühlenartig immer und immer wieder wiederholen, die Regierung der Vereinten Staaten von Amerika, das Mutterland der Demokratie, verteidigt nicht die Demokratie, die Freiheit und die Menschenrechte, sondern in weiten Teilen der Welt Diktatur, Sklaverei und menschliche Ausbeutung. Und jetzt werden sie wieder kommen und sagen, schaut's ihn an, den Anti-Amerikaner. Aber dieser letzte Satz stammt nicht von mir, sondern von Monsignore Robert Bowman, Bischof von Melbourne Beach, Florida. Unsere amerikanischen Freunde brauchen unsere Hilfe. Sie hoffen nämlich auf unser bedingungsloses und konsequentes Nein zu diesem Krieg. Stoppt die Kriegstransporte aus Deutschland in die Golfregion. Keine Überflugrechte. Nehmt euch doch ein Beispiel an Österreich. Eines der Argumente für die Unvermeidbarkeit des Irakkrieges lautet erstaunlicherweise immer, bei einem Truppenaufmarsch von über 100.000 Soldaten der Vereinigten Staaten von Amerika könne doch George Bush nicht mehr zurück, ohne sein Gesicht zu verlieren. Und ich frage euch, in welcher Welt leben wir eigentlich, dass man sein Gesicht verliert, wenn man sich entschließt, keinen Massenmord zu begehen? In diesem Irak gibt es nicht nur den Diktator Hussein und nicht nur strategische Ziele, sondern dort leben Menschen. Menschen, die seit dem zweiten Golfkrieg zurückgebombt wurden in ein vorindustrielles Zeitalter. Menschen, die seit 12 Jahren vom härtesten Embargo aller Zeiten geschunden werden. Jener Irak, in dem monatlich über 5.000 Kinder an den Folgen der Sanktionen und der Bombardierungen sterben. Wie viele tote Kinder ist Ihnen Ihre neue Weltordnung wert, Herr Bush, Herr Blair, Herr Aznar, Herr Berlusconi und alle anderen Propagandisten des permanenten Krieges? Wer einmal den Kindern in ihre Augen geschaut hat, der spricht nicht mehr von einem Preis, der es wert war, bezahlt zu werden, wie damals Frau Albright. Er möchte sie nämlich in den Arm nehmen und nicht mehr loslassen. Er möchte diese Kinder beschützen vor den eiskalten Geschäftemachern mit dem humanitären Mäntelchen, vor den Waffenfabrikanten mit ihren verlogenen Wohltätigkeitsveranstaltungen. Der möchte diesen Barbaren auf ihren Empfängen das Champagnerglas aus der Hand schlagen. Der möchte ihnen ihre Orangensauce zum Dinner servieren und ihnen ihre Aktien zum Dessert vorsetzen. Wenn jeder Bomberpilot jedem einzelne seiner Opfer zum Abschied die Hand geben müsste, wie viele wohl würden dann noch zum Angriff fliegen? Das, was sich ändern hätte müssen, Willi, seit dem 11. September, hat sich leider nicht geändert. Es sei denn, wir ändern uns. Und zwar jeder von uns.
Es sei denn, jeder von uns erkennt, dass wir als menschliche Wesen, in welchem Teil der Welt wir auch zufällig leben oder welcher Kultur wir zufällig angehören, voll und ganz für den Gesamtzustand der Welt verantwortlich sind. Wir haben durch unser tägliches Leben dazu beigetragen, wir sind Teil dieser monströsen Gesellschaft mit ihren Kriegen, ihrer Brutalität und Gier. Und nur wenn wir das klar erkennen, nicht intellektuell, sondern so, wie wir Hunger und Schmerz empfinden, nur wenn wir klar erkennen, dass Sie und ich verantwortlich sind für die ganze Welt, dann werden wir endlich richtig handeln. Frieden ist nicht der Zustand zwischen zwei Kriegen und Frieden wird nicht durch Siege erkauft. Frieden braucht Mut. Mut zur Wahrheit und den Mut, sich selbst zu verändern. Gestern haben Sie einen wilden Pogrom und er wird weiter und weiter und weiter und weiter und weiter erschlungen.